Weiter geht's mit dem Stream. Große Tor vor uns hat sich geöffnet, was uns auch immer da erwarten wird. So. Ja. Ich hoffe, da kommt nichts irgendwo aus diesen Düsen raus. Das könnte da ziemlich wehtun. So, das dürfte jetzt eigentlich das Gehirn vom Vega sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das neuronale das muss heute noch rausbringen. Das neuronale Netz des Vega, der uns eigentlich am wenigsten down hat, den müssen wir jetzt zerstören. Es ist. Man opfert immer wieder die Unschuldigen. Vega. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, wenn man das in echt bauen würde. Wow. So. Schutz für neuronales Schloss aktiv. Was heißt das? Aha. Ich muss wahrscheinlich da irgend noch was machen, da unten. Drücke E. Weg damit, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen zerstören der Neuralprozessoren auf gute alte manuelle Art und Weise. Außer damit und weg damit. Tschüss. Überlade Vegas Kern. Ach Gott, der hat uns bis jetzt immer geholfen. Es ist nicht so. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Davor stehen bleiben ist vielleicht ist nicht gerade ideal, aber okay. Ich bin Vega. Haben wir abgeschlossen. Herausforderungen 2 von 5. Führe 5 verschiedene klare Kills bei Imps aus. Mhm. Splatter Pinata, meine Zähne sind schärfer. Das ist halt das Erfolgssystem Elitewachen. Fortsetzen. Was erwartet uns? Was erwartet uns? Durch Vegas Vernichtung hast du ein Portal direkt ins Herz der Hölle geschaffen. Jetzt musst du die Energiequelle der UAC finden, die als der Brunnen bekannt ist. Mit dem Schmelztiegel kannst du die Energie des Brunnen absorbieren und so dauerhaft unter Kontrolle bringen. Wie wann es so einfach geht, Ed? Ich bezweifle's. Da wird sicher noch der ein oder andere Wächter, sprich Boss, auf uns warten. Und das wird sicher eine harte Nuss. Ja, mal schauen. Der Brunnen. Unspektakuläre Ankunft. Schließe den Brunnen. Gut, wir stehen jetzt einfach da. Wieder mal in unserer zweiten Heimat. Den Meldezettel der Hölle quasi. Und jetzt machen wir uns am Weg zum Brunnen. Das schaut nicht gut aus, da ist alles relativ mit Blut übersät. Da geht's runter. Da haben wir noch Muni, den nehmen wir noch alles mit. Nachdem wir wieder Muni nachgeworfen bekommen, können wir uns wahrscheinlich vorbereiten auf das ein oder andere Vieh, was uns da wieder im Weg steht. Rüstung ist voll, Leben sind wir voll. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade die ideale Waffe. Wir bleiben mal bei der. Und es ist ziemlich leise. Das macht mich schon mal skeptisch ein bisschen. Es ist ziemlich leise. Speicherpunkt erreicht. Schauen wir mal, da haben wir irgendeine Art Festung. Da unten ist irgendein Portal. Und der Weg ist leer da hinunter. Also wenn ich dem trauen kann, dann friss ich am Besen. Okay, wenn ich da runterspringe. You cannot be back. Das heißt, das ist Point of No Return, wenn wir da jetzt springen. Ja, da kommen wir nicht mehr zurück. Und da sind schon die ersten Wappler unterwegs. Ja, ja. So. Du bist weg. Ja, da. Da gibt's Schilde, wunderbar. Und es gibt eine Muni, das ist ja herrlich. Die
schau, was da liegt. Das ist ja wie Weihnachten, das ist ja richtig herrlich. Rot-Blau. Da können wir wahrscheinlich wieder wechseln. Was ist da? Gutes altes Quellinstrument. So, das ist auch gut, dass wir das haben. So, das war's mit dir, das nehmen wir auch noch mit. Da haben wir noch Schilder. Mehr da. Spuck aus da. Wunderbar. Unser Freund ist da wieder mal. Und wir haben wieder mal wenig Munition. Ich finde das so herrlich. Wir müssen hier weg. Da ist ja die ganze Familie versammelt. Wunderbar. So, wir brauchen andere Waffen. Ich kann irgendwie nichts. So. Da von Ära. Kurz mal zwei Horn ausbohren. Huhuhu, das Leben. Ja, Freunde, ihr habt mich in der Mangel, da habt ihr recht. Ich komm da nicht mehr raus. Das müssen wir noch einmal angehen, das müssen wir gescheiter machen. Das war natürlich Schwachsinn. Vor allem, ich komme mir auch vor, wie wenn ich mit einer Spritzpistole auf einen riesengroßen King Kong Gorilla schieße. Irgendwie ziehen diese Waffen alle nicht wirklich. Sogar diese eine mächtige Waffe, die ich da habe, lässt etwas nach. So, die gehen wir wieder mal mit der an. Das ist am effektivsten. Ja, komm. So. Noch wer? Ah ja. Dich haben wir ja da noch. Wunderbar. So, da gibt es noch ein paar so Pfeifen. So, das nehmen wir uns alles. Jetzt werden wir einen Rocket Launcher nehmen, dann werden wir uns den Sprit nehmen für ein großes Vieh, das wir vielleicht... Wo geht's denn da hin? Aha. Ah, komm her da. Ja, super. Jetzt geht's rund. Berserker-Mode, kommt her da. Zack. Das hätte ich mir vorher holen sollen. Jawohl. Ah, ist das herrlich. Ich liebe Berserker. Den könnt ihr eigentlich die ganze Zeit haben. Schädel aufreißen. Wunderbar. Haben wir da Munition? Da ist nichts. Wieder ein bisschen was. Haben wir da unten was? Ist da hinter uns was? Aha, da ist er wieder. Uns die Muni natürlich aus, ist das herrlich. Jawohl, da knistern die Knochen. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Platz. Und mit dem Leben schauen wir ja auch schon sehr gut aus. Hinfort mit dir. Gut gemacht.
in den Schädel. Wo bist du? So, komm her, komm her, komm her, komm her. Zack. Da gibt's wieder Rüstung. Ah. Ich blöder Pinkel. Du hast wieder so ein Schutzschild. So, erledigt. Du bist da erledigt. Wie viel kommen denn da jetzt noch bitte? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine never-ending Story. Oh Gott. Keine Muni mehr. Wie immer. Krieg nie Munition. Krieg nie genug Munition. So, gehen wir mal da runter. Da gehen wir uns wieder nach oben. Kurz einmal Standort wechseln. Mit den Portalen geht es ja herrlich. Waffen bringt genau Nüsse. So. Muss immer wieder ein bisschen wechseln, dass ich mich erhole. Das Leben ist schon wieder da. Wunderbar. Da gibt es keine Muni mehr. Wo ist denn dieser Summoner, der die ganzen da beschwört? Der verduftet immer. Was? Okay, bitte, was hält der aus? Der hält da wieder so viel aus. Aber jetzt, mein Freund, beschwörst du nicht mehr. Jawohl, mehrer. Ist jetzt endlich eine Ruhe da. Wenig Munition, was ganz was Neues. Speicherpunkt erreicht, Waffenpunkt erhalten. So, ganz einmal wichtig ist jetzt einmal, wie viele Waffenpunkte haben wir? Können wir wieder was pflanzen? Wir haben 24, wow. Na, da können wir einiges wieder machen. Endlose Raketen, trifft 4 verschiedene Dämonen von 5 Sekunden. Was haben wir bei der? Wieso können wir dann immer nichts aufrüsten? Das ist ganz komisch. Bei der können wir was machen. Verbesserte Entlüftung. Das kaufen wir. Das kaufen wir. Erhitzter Kern. Mhm. Die haben wir also jetzt. Die sind gesperrt, die Mods noch. Da haben wir nichts mehr. Mehrfachziele. Die haben wir ja ausgebaut voll. Die Seiten ist gesperrt. Was können wir bei der Pumping noch machen? Uranbeschichtung. Wunderbar. 14 Punkte haben wir noch. Mehr Wumms. Ist einmal gut. Sofortladen ist auch blendend. Bündeltreffer. Schnellfeuer. Schnellladen geht sich nicht mehr aus. Aber gut, die Punkte haben wir eh bald wieder benannt. Dann haben wir da. Ja, das ist das Ding. Haben wir bei der Rüstung irgendetwas? 3 Punkte. Widerstand, Fässerspaß, ja, das wurscht, Explosionen standhalten. Errungenschaft freigeschalten, Bastler, herrlich. Gut, ändert nichts daran, dass wir wenig Munition haben, nehmen wir halt die.
irgendeine wird schon genug Munition haben. So, und jetzt ist die Tür offen da. Speicherpunkt erreicht. Bette die Seelen der Geister zur Ruhe. Verschafft ihr Zugang zur Kathedrale. Ja. Was haben wir denn da? Da liegt ein Hirn. Das könnte so mancher brauchen. Jeder kann sich denken, jetzt irgendjemanden, der auf den das passen würde. Aber ich will niemand beleidigen. Eins gibt's gratis, das liegt da. Ja. So. Munition. Sie zwingen uns wieder da runter zu springen und damit sind wir wahrscheinlich wieder Point of No Return. Aber wir nehmen das alles, wir können das alles gut brauchen. Und da können wir eigentlich die Kleine nehmen. So. Da mal hineindrücken. Jump. Das geht recht gut, die Headshots mit der und kosten vor allem keine Munition. Müssen wir jetzt noch mehr runter, wahrscheinlich. Ist da noch irgendwie auf unserem Stock? Ja, vielleicht können wir den ja von da unten machen. Wunderbar. Jetzt noch irgendwo jemand. Vielleicht können wir das von der anderen Seite. Ich nehme die bequeme Art und Weise. Zack. Das war zwischen die vier, es tut mir leid, hat mich getroffen. Gut. So, können wir da irgendwas aufsammeln? Hoppala. Die Laterne durch die Gegend werfen. Das ist alles gut. Wunderbar. Da drüben sehe ich einiges mit meinen entzündenen Augen an Munition. Da geht's auch runter. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Okay, da muss ich eh nicht hin. Ich schau mal, was wir da noch finden. Ha! Rüstung. Und Benzin. Benzin brauchen wir nicht. Okay. Also was fällt denn der jetzt wieder aus? Das ist ja unglaublich. Runter da von der Mauer. Rüstung. So, wo haben wir unser Kleine wieder da? Benzin haben wir noch. Benzin für unsere Kettensäge. Jetzt müssen wir den Weg voranschreiten. Schau mal. Ah, oh, oh, ah. Sehr gut. War da drüben noch was? Wieder schauen. Wieder schauen. Na komm, komm. Den kriegen wir aber so wahrscheinlich, oder? Zack. Okay. Wo geht's da weiter jetzt? Da drüben ist auch noch was. Da geht's auch noch irgendwo weiter. Verwirrend. Da oben war aber, glaube ich, nichts mehr. So, wir werden mal. Zack. Gut. Wir haben es drauf. Ich dachte mir, dass sowas kommt. Genau da. Nein, in der Ecke! Schauen. Genau dann, wann ich in der Ecke bin. So, bitte gib mir da alles. Ich kann das sehr gut brauchen.
Oh. Was? Oh, wow. Ich nehme mal an, das ist der Brunnen. Die Frage ist nur, wie komme ich dorthin? Da unten ist ein Tunnel. Da geht es ja eh nicht mehr weiter. Na, da geht es nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eh dort hin. Genau. Zack. Breite Straße, breiter Weg. Speicherpunkt. Okay. Wer war das? Was? Hinter mir? Wo? Kann doch nicht sein. Na bitte. 17 Raketen. Gibt's da nicht. So. Jetzt gehen wir mal da runter. Da haben wir wieder Portale zum Wechseln. Okay, da kann man runter. Ich weiß noch nie, ob das ein Abgrund ist oder ob ich da eh kann. Okay, da haben wir eine Munition. Du bist mir jetzt genau im Weg gewesen. Brauchen wir Rüstung von dir ein bisschen. Danke. Na, dann mal kurz. Danke. Kommen schon wieder relativ viel von diesen Viechern da. Diesen Flieger mit dem Laser. Visiere. Ah, ist da schon wieder die Raketen aus. Jetzt gibt's jetzt einmal. Was denn? Gibt's da nicht, wie lästig diese kleinen sind da? Oh oh. Ach Gott. Diese Köpfe machen wirklich extremen Schaden. Extremen Schaden. Der schießt zwei oder dreimal, spuckt er auf mich und mein ganzes Leben ist weg. So einen Schaden macht eigentlich kein anderes Vieh, außer diese Schädeln. So, dann werden wir es ein bisschen aggressiver angehen, die ganze Geschichte. So. Man braucht da die roten Augen und man braucht da die blutunterlaufenen Hände auf der Maus. So, kommt her da. Nicht wegrennen. So. So, die nächste Munition ist zu Ende. Schaden.
Schon besser. Man muss dann nur in Bewegung bleiben. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Man darf nicht ruhig stehen bleiben. So, das nehmen wir uns gleich mit. Da war wieder Munition. Was ist da? Da geht er dann auf. Da komme ich nicht drauf, das geht nicht. Oh, in die Cojones. So. Ach, wie schön, dass niemand weiß. Ach Gott, die kommen jetzt von allen Richtungen, oder? Nein! Nein! Schädel! Oh. Kein Muni mehr. Das ist sehr restricted, die ganze Munitionsgeschichte. Gehen wir weiter auf die Seite wieder. Diese kleinen sind nervtötend, die kosten eigentlich nur Munition. Darunter wieder. Und wieder ist die Munition alle. Ich muss mich kurz einmal aus dem Staub machen. Mein Leben wird leider Gottes etwas wenig. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja, sag einmal, wieso trifft man den Schweinehund nicht? Das ist ja unglaublich. Fast keine Munition mehr. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Die Munitionsgeschichten sind ein Wahnsinn. Ach Gott! Große Idiotenvieh. Aber jetzt komm her da. Laufen. Ja. Weiter. Kann er mehr da oder verstecken sie sich oder was? Kann das auch benutzen, aha.
Speicherpunkt erreicht. Na bitte. Völliges hirnloses Gemetzel. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist ja noch immer... Da geht's rauf, die Stufen, okay. Da hat sie was geöffnet. Das hätte ich vorher gebraucht, nicht jetzt. Oh mein Gott, was ist das? What is this? Das kriegt man jetzt an. Und ich hoffe, das wird nicht lebendig. Ai, ai, ai.